Hi-ho und willkommen zurück bei Lieben Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. So, wir sind im Ankerplatz der Königin, wollen unseren ganzen Kuscht loswerden, den wir so haben. Also waffenmäßig, rüstungsmäßig und so. Und ich glaube, hier könnten wir auch ein bisschen was loswerden. Kann sortieren nach Verkaufswert, nach Verzauberungsart, nach erworbener Zeit, ja. Fallen und so könnte ich nämlich verkaufen und auch diese Seelenessenz. Ah, Tränke sind das. Das ist Gift und das sind Bomben. Extrem laut. Oh, Gesundheit wiederherstellen. Das sollten wir vielleicht doch behalten. Aber gerade so Bombenzeug könnte ich vielleicht verkaufen und fallen. Und ja, Trank der kleinen Heilung vielleicht auch. Gucken wir mal nachher ein bisschen durch, was wir da so zu verkaufen haben. Wie weit ist das Ding eigentlich? Ah, immer noch mittendrin dabei. Hervorragend, hervorragend. Du könntest sogar noch verbessert werden. Nee. Also wird das mal gut sein. Genauso wie du noch legendär gemacht werden könntest. Du jedoch nicht mehr. Du bist auch nur hervorragend. Legendär haben wir aber nicht genug Geld. Ja, das wollen wir jetzt erstmal ändern. Wobei nicht hier. Erstmal gehen wir hier oben hin. Und ja, sind immer noch ein bisschen bestürzt darüber, dass der Drache. Ja, eigentlich ist es egal, dass der Drache hier die Hälfte kaputt gemacht hat. Düm-düm-düm. Unser Schiff ist ja noch ganz. Ach ja, zum Schuster wollte ich. Whoever said a good pair of boots will last a life, of course. Come. So. Versteck. Gucken wir erstmal hier, was wir hier haben. Balearische Hüte zum Beispiel. Oder den Dreispitz. Ja, Umhänge sind ja was für den feinen Klamotten-Heini. Aber hier die Spitzhelme sehen ein bisschen ledern aus, so genauso wie die Boote des Kapuzen. Die Botenkapuze. Der Boote des Kapuzen. Gut, rüstungsmäßig. Habe ich hier eine Menge Kleider des Boten, die weg können. Schuppenpanzer, Gambason. Bauteilkleidung klingt auch nicht so wichtig, dass ich sie hier verkaufe. Also nicht danach, dass ich sie hier verkaufen müsste. Sortieren wir mal nach Wert, das geht dann einfacher. Kleidung, Schuppenpanzer, Gambason. Gambason sind gesteppte Wolle und Leine, ja gut. Gute Lederrüstung können weg. Malianischer Brustharnisch, außergewöhnliche Brigantine kennen. Außergewöhnliche Lederrüstung können weg. Ich habe nämlich hier oben hervorragende Lederrüstung, davon behalte ich eine. Ja, das war's auch schon hier. Und ja, Waffen verkaufe ich sowieso woanders. So. Das heißt, edle Boden ist unser nächster Anlaufspunkt. Wobei halt, unser nächster Anlaufspunkt ist erst einmal die Wilde Meere. Ich habe hier nämlich nur zwei Leute mit fetten Wunden. Die eine ruhige Nacht vertragen könnten. Und dann gehen wir zu den anderen Sachen über. Now, you see anything you. Einmal rasten.
Lagerraum hinter den Kulissen, ja, für 0 Kupfer. Ich möchte aber lieber das hier machen. Dadurch haben wir auf jeden Fall mehr Zaubermöglichkeiten und so weiter. Gut. Ja, plus eins auf alle Fertigkeiten. Das Beste wäre wahrscheinlich der private Tanz. Sure thing. Gut. Das heißt, jetzt gehen wir zu dem Mode Heino. Zu dem Modetypen. Sollten ja nicht so unfreundlich sein. Nebenbei, wir könnten Xuris Laterne noch verbessern. Das hier ist schon auf hervorragend. Wir könnten sie nur legendär machen. Und ihre Sense ist auch schon hervorragend und hat alles. Und ja, sie trägt immer noch die hässliche Maske. So wie Alof den komischen Helm da trägt. Lassen wir ruhig mal auf. Ja, der trägt die gerechter Gefallen. Gut, so. Island folk tend to prefer take your time. Ja. Bei dir möchten wir auch verkaufen. Erstmal angefangen hier mit Kutten und gefütterten Hauben, Umhängen, Bauteilhüte, Prinzipihüte. Der Rest ist alles metallisch. Rauteilkleidung. Valianische Kleidung. Dann natürlich die außergewöhnliche Robe kann weg. Ach ja, Gamboson waren ja aus Wolle, also kannst du die auch gerne haben. Brigandinen sind Stahlplättchen, genau. Oh, die Rohhautrüstung, die hätte beim anderen weg können, aber ja, gut. Dann kommt sie halt bei dir weg, kriegst du einen Haufen Leder, das du nicht brauchen kannst und noch mehr von den Roben. Hervorragende Gamboson, außergewöhnlicher Gamboson kann weg. So, das wäre eigentlich schon alles, was wir dir zu verkaufen haben. So, hier sind wieder die Schauspieler unterwegs, ha? Ja, die hat nichts Neues zu sagen. Etwas zu essen. Die wird auch nichts sagen, oder? Gefällt dir die Show? Ja, gut. Welcome back. So, dann bist du die Letzte, die wir hier haben. Du kriegst erstmal die ganzen Metallhelme hier. So, dann kriegst du die beiden, die beiden. Plattenpan, also alles, was gut ist, kann sowieso weg. Valianische Brustharnische können weg. Wir haben eine. Wir haben eine hervorragende Brigandine? Nö. Wir haben aber eine hervorragende Kettenrüstung und hervorragende Brustharnisch. Und das ist ein Schubpanzer. Davon haben wir keinen hervorragenden. Deswegen machen wir es so. Verkaufen erstmal das hier, weil jetzt kommen die interessanten Sachen. Also alles, was Standard ist, kann schon mal weg. Haben wir hier ein paar Sachen gehabt. Zepter des Schlüsselbrechers. Zauberbuch mit Kampfspuren. Behalten wir mal eins. Dann haben wir hier Zauberbuch des untoten Zauberers. Behalten wir auch eins. Jetzt dürften wir keine Zauberbücher mehr doppelt haben. Gut. Alles, was gut ist an Waffen, also gute Qualität hat, kann auch weg.
Du nicht? Außergewöhnlich, ja. Weil wir haben auf jeden Fall eine hervorragende Arkebuse. Das heißt, alles, was wir an Arkebusen haben, darunter kann weg. Was ist mit Pistolen? Außergewöhnlich, aber hervorragende sehe ich jetzt gerade so keine. Also behalten wir mal eine. Falsch herum so. Streitäxte können sowieso weg. Dolche brauchen wir keine. Wir haben so viele magische Säbel, da kann der eine weg. Speere. Ich glaube, wir haben besser als außergewöhnlich. Ja, wir haben einen hervorragenden Speer, also brauchen wir keine. Streitkolben brauche ich sowieso nicht. Zauberstäbe ist da, ein hervorragender. Also können die beiden auch weg. Kriegsbeil brauche ich nicht. Rapier auch nicht. Schwert ist da oben sicherlich auch irgendwo eins. Nein, sehe ich so jetzt nicht. Aber wir haben magische Schwerter, also können... Kann das außergewöhnliche Schwert auch weg. Außergewöhnliches Zepter. Wir haben da oben bessere Zepters. Garantiert irgendwo. Also die Vampirkampfstäbe können alle weg. Eine hervorragende Armbrust kann weg. Hier ist auf jeden Fall ein hervorragender Stab, also können die vier außergewöhnlichen weg. Knüppel des Magistrats ist Streitkolben, ja schön. Schildmäßig haben wir hier oben hervorragende große Schilde, das heißt der außergewöhnliche kann weg. Mittlere Schilde, wir haben genug mittlere Schilde, die gelb sind. Zwei Hände ist dann hervorragender, also können die weg. Arbalest behalte ich mal eine. Jagdbogen behalte ich auch einen. Streitkolben kann weg. Panzerbrecher haben wir auf jeden Fall einen magischen irgendwo rumliegen. Kann der also auch weg. Die Kriegshämmer können weg, der Dolch kann weg, die Streitaxt, die hervorragende Keule. Säbel haben wir jede Menge magische, Streitkolben brauchen wir nicht, die Äxte auch nicht und Stiletts sowieso nicht. Den einen Schild behalten wir, haben wir gesagt, alles andere behalten wir auch. Gut. Und schon sind wir wieder saumäßig reich, das heißt... Der. Ach, mutz mal den auf. Xoti, mutz mal noch die auf. Ja gut. Boah, das ist teuer, aber trotzdem mutz das Teil auf. Ja, unaufhaltsamer Schuss, Basisschaden, Angriff in einer Linie, maximal 3 Ziele. Und das trifft auch meine eigene, das ist das Blöde. Ja, Alof könnte ich Zeug verbessern, hervorragend, hervorragend. Bei dir, hervorragend. Oh, das Ding müsste ich verbessern. Blendender Rauch, desorientierender Angriff in Kingform gegen das Ziel bei einem kritischen Treffer. Aus der Nähe. Fernkampfschaden gegen Ziele in Distanz, ja. Und. Ja, hervorragend kann ich dich nicht machen, weil wir haben das Material nicht. Wir haben kein Pyrit. Schade, aber. Sollte es erstmal sein. So, jetzt gehen wir noch zu unserem Schiffsbaumeister da drüben. Verkaufen bei dem noch schnell Sachen. Yes? Absolutely. Das bist du. You again? Oh, come to.
Ja, wir könnten hier Wasser- und Schiffszwieback, Reis und Bier kaufen. Jede Menge weiteren Schiffszwieback. Ich will allerdings Schiffsgegenstände verkaufen.